So, die Hälfte von dem Kranz habe ich ja schon umhäkelt. Das ist so eine Tilly-Wolle, die ihr von meinen vorherigen Videos höchstwahrscheinlich kennt. Und ich mache diesen Kranz auch zweifarbig, so wie meinen ersten Kranz. Und ich nehme hier so eine dunkle Teddywolle. Und ich zeige euch, wie es geht, damit ihr das auch halt gut umhäkeln könnt. Das geht ganz schnell, also auch einfach und plausibel. Man muss nicht so umwickeln oder auch Reihe für Reihe häkeln, sondern ihr tut einfach den Faden so drum. Macht hier oben zwei Knoten, damit es gut befestigt ist. So, und dann legen wir los. Diese Teddywolle, die ist ein bisschen, hat etwas längere Fransen, auch so an der Seite. Die ist so ähnlich wie die hier, die Toffe. Ja, die ist halt von dem Faden her so ähnlich. Sieht man auch, so die blaue. Frag mich nicht, wo ich die hier habe, also keine Ahnung. Es gibt ja so viele verschiedene Teddywollarten. Diese hier ist, seht ihr ja, die ist ja drumherum so ein bisschen mit Fransen. Ist ein bisschen unterschiedlich, aber es macht nichts. Mir geht es um die Farbe. So, wir haben hier einen Knoten gemacht. Und dann gehe ich mit dem Faden einfach so durch. Und mit der Häkelnadel häkle ich hier eine Kettmasche. Fixiere so gesehen halt diesen Faden an diesem, also wo wir das dran geknotet haben. Dann lege ich den Faden wieder rum und mache einfach die nächste Kettmasche. Blick und wieder zurück. So. Und so umhäkelt man den ganzen Kranz. Hin und her, Faden rüber und zurück und wieder eine Kettmasche. Und das könnt ihr mit x-beliebiger Wolle machen. Das ist egal, ob die halt so wuschelig ist oder normal. Natürlich mit so einer Wuschelwolle sieht halt so ein bisschen winterlicher aus und geht schneller. Die ist etwas dicker und man hat ja nicht so viele, wie soll man sagen, Löcher dazwischen oder sonst noch was. Also es legt sich wirklich so aneinander und entsteht wirklich eine wunderschöne Fläche. So, und wieder eine Kettmasche und den Faden wieder zurück und nochmal Kettmasche und Faden wieder zurück und wieder Kettmasche. Und so umhäkelt man halt den gesamten Kranz. Ihr könnt ja euren ja auch nur in einer Farbe machen, das ist ja egal. So, in dem Video werde ich heute die Wolle von Etrophil benutzen. Ich wollte unbedingt halt so ein bisschen lila Elch haben. Ich habe schon so einige Fotos gesehen von euren Arbeiten, wo man rosafarbene Elche hat, lilafarbene, sogar so einen ganz tollen mintgrünen Elch, der war auch schick. Mag ich auch sehr gerne. Wie gesagt, es gibt da in so vielen bunten Farben und für den Kranz habe ich mir jetzt überlegt, also den anderen Elch, der für mich ist, also der Kranz, den habe ich ja in so einem braun-beige gemacht und diesen hier möchte ich in so ein Rosé halt und in Lila machen. Es kommt jetzt irgendwie rüber wie ein Grauton. Also rüber, aber das ist wirklich so ein ganz toller, ich weiß nicht, das liegt glaube ich an dem Licht, also das kommt überhaupt nicht rüber. Also es ist ein ganz toller lila Ton. Die Nummer davon ist so hier 70608. Das könnt ihr euch in Original halt angucken im Shop. Und dieser Farbton ist 70318. Also es sind beide wirklich sehr, sehr schöne Töne. Die kommen jetzt nur bei den Lichtverhältnissen überhaupt nicht rüber.
Ich denke mal, wenn ich mit dem Video fertig bin, dass ich ein Foto mache, also draußen oder irgendwie, weiß ich nicht, bei Tageslicht, wo die Farbe ein bisschen besser rüberkommt. Wie gesagt, es ist irgendwie, sieht grau aus, wenn ich so drauf gucke. Also auf dem Bildschirm von der Kamera. Auf jeden Fall nehme ich für den Elch, also für den Kranz, halt diese beiden Farbtöne. Ja, dann wollen wir mal loslegen. So, wir fangen dann mit dem Kopf an. Als erstes machen wir zwei Luftmaschen. Also erstmal einen Knoten und dann zwei Luftmaschen nach oben. Und um die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt, häkeln wir jetzt 8 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Achtet bitte darauf, dass eure erste Masche hier nicht verschwunden ist. Zählt bitte nach, ob ihr auch 8 habt hier. Aber manchmal, wenn man so viele Maschen im Ring aufnimmt, neigt es dazu, dass halt eben ne, die erste Masche da reinschlüpft. Also einmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also bei mir passt das. Sieht gut aus. So, wir setzen jetzt unsere Markierung. Alles lange Fäden. Schneide ich mir ein bisschen ab. So, die Markierung reinsetzen. Und in der nächsten Reihe tun wir jede Masche einmal verdoppeln. Also, wir verdoppeln jetzt 8-mal. Das heißt, wir häkeln in jede Masche, also jeweils 2 feste Maschen rein. So, erstes verdoppeln, zweites drittes viertes. Ja, man merkt es halt, ne, dass die also die Etrophil etwas schwergängiger ist als die Himalaya. Die Himalaya rutscht halt ein bisschen besser. Und Etrophil ist halt ein bisschen, ja, schwergängiger. Aber auch eine sehr schöne Wolle, um damit halt Kuscheltiere zu häkeln. Und die hat etwas andere, ja, Farbnuancen, Farbpalette. Nie so viel wie bei der Himalaya. Himalaya hat ja um einiges mehr Töne. Und die Etrophil ist halt ein bisschen, ja, die hat etwas kleinere Farbpalette, aber die Töne sind etwas anders. Also die unterscheiden sich schon in der Farbgebung. So, wir haben jetzt 8-mal verdoppelt und wir versetzen die Markierung eine Reihe weiter. Wir haben jetzt insgesamt 16 Maschen. Und in der nächsten Reihe häkeln wir 5 feste Maschen. 1, 2, komm schon. 3, 4 und 5. Und die nächsten 3 Maschen verdoppeln wir. Also wir häkeln jetzt in die nächsten 3 Maschen jeweils 2 feste Maschen rein. Also erstes Mal verdoppeln, zweites verdoppeln und drittes. So. Ja, komm her. Und wir häkeln jetzt weiter 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und die übrigen 3 werden wir wieder verdoppeln. Erstes
das verdoppeln. Zweites. Und drittes. So, da sind wir am Ende der Reihe angekommen. Wir versetzen die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und wir häkeln jetzt wieder 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und jetzt häkeln wir eine feste Masche, einmal verdoppeln, dreimal hintereinander. Also eine feste Masche, einmal verdoppeln, 1. Eine feste Masche, einmal verdoppeln, 2. Und die letzte, eine feste Masche, einmal verdoppeln, 3. Und wir häkeln jetzt 5 feste Maschen weiter. 1, 2, 3, 4 und 5. Und jetzt häkeln wir wieder eine feste Masche, einmal verdoppeln, dreimal hintereinander. Also eine feste Masche, einmal verdoppeln, erste, eine feste Masche, einmal verdoppeln, zweite und nochmal eine feste Masche, einmal verdoppeln, dritte. So, wir versetzen jetzt die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und in der nächsten Reihe häkeln wir wieder 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und so. Und weiter häkeln wir jetzt 2 feste Maschen, einmal verdoppeln, dreimal hintereinander. Also erste feste Masche, zweite, also 1, 2 und einmal verdoppeln, erstes. So, und wieder 2 feste Maschen hintereinander und die nächste wird verdoppelt. Das ist unser zweites Verdoppeln und wieder 2 feste Maschen hintereinander häkeln und das letzte, das dritte verdoppeln. So, jetzt häkeln wir wieder 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und die übrigen Maschen werden ja wie folgt gehäkelt. Wieder 2 feste Maschen, einmal verdoppeln, dreimal hintereinander. Also erste Masche, zweite, also feste Masche und einmal verdoppeln. Das ist die erste. Dann wieder 2 feste Maschen hintereinander häkeln. So. Dann das zweite verdoppeln. Und nochmal 2 feste Maschen hintereinander häkeln. Und das dritte verdoppeln hier. So, die Markierung setzen wir wieder eine Reihe weiter. Wir sind jetzt bei 34 Maschen insgesamt, so als Kontrolle für euch. Und in der nächsten Reihe häkeln wir 3 feste Maschen. 1, 2 und 3. Und wir verdoppeln einmal. So, und als nächstes häkeln wir jetzt 16 feste Maschen. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Und jetzt verdoppeln wir wieder eine. Und wir häkeln jetzt einfach die restlichen Maschen bis zum Schluss, also bis zu der Markierung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und die letzte, die 13. So, und da haben wir unsere Reihe zu Ende gehäkelt. Wir haben jetzt insgesamt 36 Maschen. Und wir häkeln jetzt die nächsten 6 Reihen, je 36 Maschen. Also, so, ich habe jetzt meine 6 weitere Reihen fertig, also nach oben gehäkelt. Vergiss bitte nicht, hier diesen Faden hier zu fixieren. Habe ich schon hier bei mir gemacht. Ist ganz wichtig, nicht, dass das halt später hier rauskommt. Sieht halt nicht so schön aus. So, die Markierung habe ich ja hier gelassen und dann sieht man ja auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen nach oben. Und ich stehe so hier jetzt mit dem Faden. Wie ihr seht, wenn ich nach oben halte, ist er gerade hier von dem Verlauf. Hier ist ja das letzte Verdoppeln von, also diese Reihe hier. Hier haben wir hier zwei feste Maschen, ne? Zwei feste Maschen immer verdoppeln, dreimal hintereinander gehäkelt zum Schluss. Und da ist halt dieses V. Und da müssen wir ungefähr hier über dieses V hier mit der also letzten Masche stehen. Also wenn man so mit dem Faden gerade rüber geht. So, das ist wichtig, damit wir gleich auch passend weiter häkeln können. So, wir versetzen die Markierung jetzt wieder nach oben. Und wir machen jetzt einen Farbwechsel. Wir häkeln jetzt 2 feste Maschen. 1, 2 und eine Kettmasche und schneiden den Faden ab. Na, komm hier. Zack. Und wir wechseln auf unsere Hauptfarbe und das ist die Kettmasche, das ist die erste, also hier feste Masche, zweite feste Masche. Also wir gehen jetzt 3 Maschen zurück, also 1, 2, 3. Und da fangen wir an. Ziehen den Faden hier durch. Lassen hier ein Stückchen, damit wir das hier verknoten können, ne, miteinander, die beiden Fäden. Und häkeln eine Kettmasche rein. Dann häkeln wir eine feste Masche. So. Und unter diese Kettmasche, also wir ziehen einfach nur den Faden durch drunter. Also das ist die dritte Masche, da gehe ich mit der Häkelnadel rein und ziehe den Faden so durch. Dann habe ich hier 2 Schlaufen und ich nehme diese dritte Schlaufe mit auf. Entschuldigung, mein Kaffee-Vollautomat meinte ausgehen zu müssen jetzt. habe ich vorhin nicht ausgeschaltet, habe nicht dran gedacht. So, also wir haben jetzt 3 Schlaufen auf, ja? Also da, da und da. So, und wir häkeln jetzt die gesamten, also die ganzen 3 Schlaufen durch. Und ziehen halt hier an, in diesem hellen Faden, bitte vorsichtig, nicht, dass es abreißt. Also schön anziehen, damit das hier also quasi so reingezogen wird. Das hier. Ja? Schön anziehen. Und wie gesagt, vorsichtig, es kann auch abreißen, wenn man da ein bisschen zu stark dran zieht. Wenn man so mit Baumwolle oder Acryl
Dass es abreißt, ist halt das Risiko gering. Aber mit so einer Chanel-Garn, ja, wenn man zu viel quasi dran zieht, kann es abreißen. Und dann darf man das aufmachen und wieder irgendwelche neuen Faden verbinden und wieder häkeln. Das ist mir ein paar Mal passiert, deswegen erwähne ich das immer wieder. Und das ist sehr ärgerlich. Also es ist nichts Tragisches, aber man muss dann wieder neu häkeln. Also so ein Stückchen hier. So, als nächstes, wir häkeln jetzt nicht in diese Masche hier rein, wo wir die Kettmasche rausgehäkelt haben, sondern eine weiter und schön, also fest, die nächste feste Masche. So, und dann haben wir unseren schönen Farbwechsel jetzt fertig. So, wir haben jetzt ja unseren Farbwechsel fertig, also hier die paar Maschen gehäkelt. Aber wir müssen in dieser Reihe auch ja, hier vorne, ne, das ist hier hinten und das ist vorne. Und hier vorne müssen wir achtmal verdoppeln. Und das muss ja schön mittig sitzen. Und wenn man so sehen kann, wir haben hier ja diese Maschen mit Verdoppeln hier, wo wir diese Dreierpärchen hatten. Und das ist die äußerste, wo wir hier zwei feste Maschen einmal verdoppelt gehäkelt haben. Und da ist das erste V. Und dann kommen hier also fünf feste Maschen und dann kommt es wieder zwei feste Maschen einmal verdoppeln. Das ist ein anderes V hier. So, und dann legen wir das so zusammen. Dass ungefähr die Entfernung von diesen Faust nach da und nach da gleichmäßig ist. Ja, dass man halt hier diese sieben Maschen hat. Wir legen das so hin und man kann mit der Häkelnadel so von der Mitte aus sie so dran halten. So, und dann habe ich hier oben meine Mitte. Also sieht man auch den Strich hier. Dann schaue ich, ob es gleichmäßig genug ist und dann zähle ich von der Mitte vier Maschen nach da. 1, 2, 3, 4. Zack. So, und ich setze da eine Markierung für mich. Und dann sieht man halt, wenn ich dann, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, nochmal. So, jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis hierhin. So, und dann setze ich hier. Also, oder besser gesagt, verdoppele ich hier. Und wenn man so schaut, man hat hier diese Faust und dann sieht das ungefähr hier das erste und bei dem zweiten V so die letzte, die achte Masche. So ungefähr so leicht schräg nach oben. Also man muss wirklich schauen, wo hier die Mitte ist, also zusammenlegen und in Ruhe schauen, wo diese letzte Faust sind. Und man kann sich auch sehr gut orientieren auch daran. Man hat hier, wir haben hier ja so einmal verdoppelt in der Reihe danach. Also wir haben ein Verdoppeln einmal hier gemacht und bei da. Und da sitzt dieses V hier in der nächsten Reihe. Also hier sind ja diese von diesen zwei festen Maschen einmal verdoppeln. Vs und dieses hier sitzt theoretisch dazwischen, also in der Mitte. Und da kann man sich auch wirklich gut dran orientieren, so ungefähr. Es kann ja sein, dass bei euch das ein bisschen irgendwie verschobener ist und das passiert auch mal, aber da kann man das ja gut ermitteln. Und wenn man halt das vernünftig zusammenlegt, so halbiert und dann halt die Häkelnadel dran legt und einfach vier Maschen nach rechts rechnet und sich die Markierung setzt. So, auf jeden Fall haben wir hier vorne dann unsere acht Maschen mittig fürs Gesicht. Da setzen wir auch unsere Augen rein. So, wir haben jetzt wie gesagt Farbwechsel fertig und wir häkeln jetzt einfach bis zu der Markierung. So, jetzt bin ich bei der Markierung angekommen. Ich setze diese Markierung auch eine Reihe weiter. So, und wir verdoppeln jetzt achtmal mit halben Stäbchen. Also hier Faden rüberlegen und durchziehen und durch die gesamten drei Schlaufen einmal durchhäkeln.
und die gleiche, also nochmal halbes Stäbchen in die gleiche Masche rein. Und das wiederholen wir 8 Mal. Also erstes verdoppeln, zweites verdoppeln und immer schön mit halben Stäbchen. Drittes und nicht zu locker häkeln. Ne? Schön fest. Zwei, also drei Stäbchen, also dreimal verdoppelt mit halben Stäbchen. Viertes Mal verdoppeln. Und schön mit halben Stäbchen häkeln, bitte, ja? Weil dadurch gewinnen wir hier vorne also etwas Höhe. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und sag in jede, also Masche mit halben Stäbchen verdoppeln. Das ist 6 schon, ne? Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Und nochmal zweimal verdoppeln. So, und jetzt häkeln wir einfach weiter bis zu der Markierung. Also mit festen Maschen, ganz normal. So, und wenn wir hier angekommen sind, da haben wir unsere Kettmasche rausgehäkelt. Und wir sind jetzt aber am Ende der Reihe angekommen. Wir versetzen die Markierung eine Reihe weiter. Und als erstes hier häkeln wir, also wo wir die Kettmasche rausgehäkelt haben, da häkeln wir eine feste Masche rein. Und in diese erste Masche, also in die nächste, häkeln wir eine Kettmasche, so als Abschluss. Und dadurch haben wir wirklich so einen wunderschönen Übergang, ohne irgendwie großen Versatz oder desgleichen. Also man muss schon wirklich genau gucken, um den zu sehen. Und das sieht einfach schön gleichmäßig aus. So, und wenn wir das fertig haben, häkeln wir jetzt bis zu diesem Markierungspunkt weiter. Und dann sehen wir uns. Wir sind jetzt wieder hier bei dem Markierungspunkt angekommen und wir verdoppeln hier wieder gleich, aber mit festen Maschen, also nicht mehr mit halben Stäbchen häkeln. Das war nur die eine Reihe. Bei diesem Punkt ist ganz wichtig, bei halben Stäbchen entstehen immer, oder bei Stäbchen halt auch, man hat so drei Schlaufen, also nicht, ja, so diese drei Linien hier. Man hat hier eine, zweite und da ist die dritte. Und bitte nicht durch die gesamten durchhäkeln, also nicht alle drei aufnehmen, sonst dann zieht ihr halt hier durch und dann entstehen automatisch Löcher. Ihr nehmt bitte wirklich nur die hier von vorne, also die ihr seht, diese zwei auf. Ja, ganz wichtig, nur diese zwei von vorne und die dritte bleibt hinter der Häkelnadel hier. Dadurch habt ihr mehr, ja, sagen wir so, Sichtschutz. Da bleibt die Wolle halt dahinter und dadurch vermeidet man halt Löcher. Ja, so, ich habe jetzt eine feste Masche gehäkelt und in die nächste tun wir jetzt, also wieder nur diese vorderen zwei aufnehmen. Die dritte bleibt hier hinten, dieser Strich. Die nächste tun wir jetzt verdoppeln. Na, kommt da durch. Manchmal ein bisschen schwer, aber will nicht gerade. So, verdoppelt. Und das häkeln wir jetzt 8 Mal. Eine feste Masche, einmal verdoppeln, 8 Mal. Und achtet bitte darauf, dass ihr wirklich nur diese zwei Schlaufen aufnimmt. Weil wenn man durch die, also so quasi drunter geht und alle drei, also ne, so hier zusammenquetscht, quasi so reinhäkelt, dann entstehen Löcher automatisch. Und so ist es halt einfach ein schönerer, also sprich also Abschluss und dann entsteht halt hier dieser Strich, ne, von dieser Kante hier und dadurch, wie soll man sagen, schließt es hier ein bisschen und da vermeidet man halt eben also Lochbildung. Dann schimmert das nicht so durch oder gar nicht, besser gesagt. So, wie gesagt, 8 Mal hintereinander eine feste Masche, einmal verdoppeln.
Und wir häkeln jetzt wirklich nur feste Maschen, also keine Stäbchen mehr. So, das war meine siebte und jetzt noch die achte. Eine feste Masche, einmal verdoppeln, achtmal zu Ende gehäkelt. So, so sieht es aus. Und da seht ihr auch, das ist wirklich so ein schöner Abschluss halt, ohne irgendwie, dass man hier zwischen Löcher sitzen hat. Und es sieht von hinten so aus. Ne? Da bildet sich so quasi so ein Streifen hier, dadurch, dass man diese ja, dritte Schlaufe auslässt. So muss es aussehen. Dann habt ihr auch ja richtig schöne, also Fläche. So. Und jetzt häkelt ihr einfach wieder bis zu der Markierung. So, ich bin jetzt fertig, also habe jetzt bis zu der Markierung gehäkelt. Wir haben jetzt insgesamt 52 Maschen. Und wir häkeln jetzt einfach zwei weitere Reihen nach oben, je 52 feste Maschen. Die Markierungen lässt ihr da, wo die sind, erstmal. Ignoriert ihr einfach und einfach zwei Reihen nach oben häkeln, je 52 feste Maschen. So, ich habe jetzt meine zwei weitere Reihen nach oben gehäkelt. Ne? Wie ihr seht, da sind meine, ne, die Reihe mit den Vs und da sind jetzt zwei weitere Reihen nach oben gehäkelt. So, ich nehme die seitliche Markierung hier jetzt raus. Und wir müssen jetzt hier nochmal verdoppeln. Also hier oben, hier vorne. Und wir orientieren uns so. Wir haben ja hier unsere Vs von den halben Stäbchen. Wir haben hier insgesamt 8 Stück. Und wir zählen von rechts hier 1, 2, 3, 4. So, und wir haben ja von der anderen Seite dann automatisch auch 4. Und das ist unsere Mitte. Da kann man das also zusammenlegen. Und wir stehen hier mittig. Man hat so rechts und links halt eine Masche. Das ist meine Mitte. Ne? Wenn ich zwischen den hier diesen halben Stäbchen verdoppeln stehe. Ne? Hier 4 Vs und von der anderen Seite auch. So, und jetzt zähle ich nach rechts 9 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 stehe ich hier und da setze ich die Markierung rein. So, weil wir brauchen hier insgesamt 18 Maschen hier vorne, dass es halt mittig ist. Ne? Also hier diese Faust hier zählen. 1, 2, 3, 4. Häkelnadel mittig halten oder so zusammenlegen, wie ihr wollt. Und zählt einfach, ne, dann von diesem Punkt 9 Maschen nach rechts und setzt eure Markierung. So, und ihr häkelt jetzt bitte bis zu der Markierung mit festen Maschen. So, ich bin jetzt bei der Markierung angekommen. Und ab diesem Punkt häkeln wir jetzt, also die kann jetzt eigentlich raus, die brauchen wir nicht mehr. Wir häkeln jetzt zwei feste Maschen, 1, 2 und einmal verdoppeln. Und das wiederholen wir 6 Mal. Das ist das erste. Wieder so eine feste Masche, zweite feste Masche, zweites verdoppeln. So, und jetzt wieder zwei feste Maschen, 1, 2, drittes verdoppeln. Und wieder zwei feste Maschen, 1, 2, viertes verdoppeln und wir häkeln jetzt wieder zwei feste Maschen, 1, 2,
fünftes verdoppeln. Und das letzte Mal zwei feste Maschen und sechstes verdoppeln. So, so sieht es aus. Wir haben jetzt halt hier vorne, hier vorne sechsmal verdoppelt. Und jetzt häkeln wir wieder selbstständig bis zu diesem Punkt. So, nachdem wir die Reihe zu Ende gehäkelt haben, ne, die restlichen Maschen, setzen wir jetzt die Augen rein. Die Augen kommen jetzt in das dritte V, also von außen aus gezählt. Das heißt 1, 2, 3 und da setzen wir das erste Auge rein. So. Ich nehme hier so ein bisschen rosa, lila, Glitzer, Dinger, Augen. Es sind 18 mm Augen und einmal verschließen. Bei dem Elch, also fürs Besticken und so weiter, sind einfach schöner, wenn man diese gewölbte Augen nimmt. Ne? Also nicht zu flache. Dann kommt die Stickerei auch ein bisschen besser zur Geltung. Und dann von hier aus wieder. Ne? Erstes V, 1, 2, 3 und dann das dritte V von außen. Setzen wir das zweite Auge rein. So, und einmal rein. So, und da sitzen unsere Augen. Der guckt schon so süß. So, als nächstes, wenn ihr das hier noch nicht verknotet habt, wo wir Farbwechsel gemacht haben, verknotet bitte die Fäden, nicht vergessen, ganz wichtig, ja. So, wir stehen jetzt halt hier hinten, da ist unsere Markierung. Wir versetzen die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und als nächstes häkeln wir jetzt einfach 5 weitere Reihen, je 58 feste Maschen. Ne? Wir haben jetzt 8. So, ich habe jetzt meine 5 weitere Reihen nach oben gehäkelt. Ne, kann man ganz gut sehen. So, wir haben jetzt ein bisschen andere Lichtverhältnisse und da sieht man langsam, dass die Wolle halt ein bisschen lila ist. Sieht nicht mehr so grau aus. So, in der nächsten Reihe machen wir Abnahmen. Wir versetzen die Markierung eine Reihe weiter. Und wir häkeln jetzt weiter. Wir stehen hier, genau. Wir machen jetzt ein Blickchen, wir stehen hier. Wir häkeln jetzt eine Abnahme. Nicht, weil wir stehen hier ungefähr mittig, also ist es egal. So, wir nehmen jetzt häkeln jetzt eine Abnahme und dann häkeln wir ungefähr so bis hierhin. Ja, also einmal Maschen bis hierhin häkeln. So, mit festen Maschen. Genau. Häkeln jetzt einfach weiter bis nach oben feste Maschen. Weil wir müssen jetzt einfach in dieser Reihe 2 Abnahmen machen und dass die gleichmäßig verteilt sind. Deswegen machen wir eine unten und eine oben. Ob man dann eine Masche mehr oder weniger häkelt, das spielt gar keine Rolle. Einfach bis nach oben häkeln.
so, jetzt bin ich ungefähr mittig hier angekommen, wie man sehen kann. Und jetzt mache ich hier oben einfach eine Abnahme. Also Abnahmen machen wir wieder, also nur an den Vorderschlaufen, also wie immer. So, das ist unsere zweite Abnahme. Und jetzt häkelt ihr einfach bis zu der Markierung, also weiter, einmal selbstständig. So, ich habe jetzt meine Reihe zu Ende gehäkelt. Ja, wir haben halt hier am Anfang hier eine Abnahme gemacht, ne, und dann bis nach oben gehäkelt und halt hier eine, ne, zwischen den Augen ungefähr. Weil das muss nur ungefähr gleichmäßig verteilt sein, nicht so zwei Abnahmen hintereinander oder so, sondern einfach so unten oben. Das reicht schon. So, und wir versetzen die Markierung eine Reihe weiter. Und in der nächsten Reihe häkeln wir 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann häkeln wir eine Abnahme. Wieder nur die Vorderschlaufen aufnehmen. Und schön fest zusammen häkeln. So, und das wiederholen wir wieder, also wiederholen wir 7 Mal. Also 6 feste Maschen, eine Abnahme, 7 Mal wiederholen. So, meine Reihe mit 6 festen Maschen, eine Abnahme ist jetzt zu Ende gehäkelt. 7 Mal hintereinander. Wir versetzen die Markierung eine Reihe weiter. Und in der nächsten Reihe häkeln wir 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5 und wir machen eine Abnahme. Und das wiederholen wir wieder 7 Mal. 5 feste Maschen, eine Abnahme, 7 Mal wiederholen. So, ich habe jetzt meine Reihe mit 5 festen Maschen, eine Abnahme, 7 Mal wiederholt, also zu Ende gehäkelt. Wie ihr seht, ich habe schon hier die Schnutte aufgefüllt, also diesen Bereich, weil wir werden ja hier langsam schmaler, und das habe ich richtig schön aufgefüllt, damit ja, wenn halt hier enger wird, ist es dann umso schwerer halt eben dieses Teil hier gleichmäßig aufzufüllen. Also macht es bitte jetzt, das halt auffüllen. Also das ist bei mir auch noch sehr weich, aber dass da schon halt Füllung drin ist, weil wenn das dann von hier von hinten noch was ankommt, also wenn man dann auffüllt, dann wird es automatisch fester, aber da wir schon so gesehen halt Füllung in diesem Bereich eingearbeitet haben, wird es dann nicht irgendwie klumpig oder verzieht halt das Gesichtchen, ne? Dann bleibt es halt in der richtigen Form, so wie es sein soll. So, deswegen bitte jetzt halt diesen Bereich auffüllen. Wie gesagt, es ist ganz weich noch, aber man hat schon eine gewisse Grundlage, wenn dann die Füllung von hinten noch reinkommt. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es wird dann halt schön gleichmäßig verteilt. Das ist wichtig, weil dadurch sieht die ganze Form ja auch schöner aus. Das möchte man ja auch. Dass es nicht irgendwie schief und krumm ist oder klumpig oder. So. Wir versetzen die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und in der nächsten Reihe häkeln wir wieder Abnahmen. Also wir häkeln jetzt 4 feste Maschen. 1, 2, 3 und 4 und eine Abnahme. Und das wiederholen wir wieder 7 Mal. 4 feste Maschen, eine Abnahme, 7 Mal wiederholen. So, meine Reihe ist mit fertig mit 4 festen Maschen, eine Abnahme. Wir versetzen direkt die Markierung eine Reihe weiter. Und wir häkeln wieder eine Reihe mit Abnahmen. Wir häkeln jetzt 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Und dann eine Abnahme. Und das wiederholen wir wieder 7 Mal. 3 feste Maschen, eine Abnahme, 7 Mal wiederholen. So, meine Reihe ist jetzt zu Ende gehäkelt mit 3 festen Maschen, eine Abnahme. Und wie ihr seht, ich habe schon halt gut aufgefüllt, aber hier die Mitte ist noch frei. Ja? Ich habe jetzt wirklich die Füllung jetzt hier in der Außenkante ordentlich eingearbeitet, damit es halt auch eine schöne Form gibt. Also nicht alles nur in die Mitte stopfen, sondern wirklich erst und natürlich hier die Schnauze auch schon
fester, also aufgefüllt. Und die restliche, also Füllung, ist wirklich so im Außenbereich so schön eingearbeitet, damit die Form auch vernünftig ist, ne? Also das muss gut ausgearbeitet sein, weil wenn die Füllung sich irgendwie setzen sollte, damit die Form nicht ja, kaputt geht. Es sieht ja nicht so schön aus, dann, wenn er halt irgendwie so einen schrägen Kopf hat. Und da kommt ja noch das Geweih dazu und das hat auch ein bisschen Gewicht und natürlich wird es ja an den Kranz angebracht, also der Kopf wird ja auch befestigt und alles, aber trotzdem die Füllung setzt sich irgendwann mit der Zeit ein bisschen und damit es mit der Kranz halt für die ganze Zeit schön bleibt und nicht irgendwie krumm wird, muss man das auch vernünftig auffüllen, trotz dass es Deko ist, ja. So, und dann häkeln wir die nächste Reihe. Ups, na komm hier. So. Markierung eine Reihe weiter. Und wir häkeln jetzt zwei feste Maschen. Eins und zwei. Und eine Abnahme. Und das wiederholen wir wieder siebenmal. So, meine Reihe mit zwei festen Maschen, eine Abnahme. Siebenmal hintereinander gehäkelt, also um siebenmal wiederholt, ist zu Ende gehäkelt. Wie ihr seht, ich habe den Kopf dann wirklich ordentlich aufgefüllt. Ja, mir kommt schon die Füllung ein bisschen entgegen, muss ein bisschen immer nachdrücken beim Häkeln. Und wie ihr seht, das ist halt schön gleichmäßig alles, ja? Also keine Wölbung oder desgleichen. Deswegen richtig, also gut verteilen bitte. So. Wir versetzen die Markierung eine Reihe weiter und wir häkeln jetzt eine feste Masche, eine Abnahme. So, und das wiederholt ihr bitte wieder siebenmal. Eine feste Masche, eine Abnahme, siebenmal wiederholen. So, meine Reihe ist jetzt zu Ende gehäkelt mit einer festen Masche. Eine Abnahme siebenmal wiederholt. Bitte halt hier noch zu Ende auffüllen, dass es ordentlich ja, aufgefüllt ist. Der Kopf nach hinten wird ja ein bisschen flacher, das muss auch so sein, aber er kriegt nur so eine ganz minimale Wölbung, also nicht viel. Deswegen nehmen wir auch mit ja, in 7er Schritten ab, also mit 7 Maschen in jeder Reihe, die wir abnehmen, damit er halt hier nicht zu rund wird, sondern ein bisschen platter wird. Das soll auch so sein. So, die Markierung können wir eigentlich hier schon rausnehmen und wir häkeln jetzt nur noch 7 Abnahmen. So. Einfach nur noch 7 Abnahmen häkeln. Erste Abnahme, zweite. Vierte. Na, komm raus. Vierte. Sechs. Und die letzte, die siebte. So, nachdem wir die 7 Abnahmen gemacht haben, machen wir hier noch eine Kettmasche und schneiden das hier ab. So. Den Faden lassen wir auch. Lassen wir draußen, also verstecken noch nicht. Das werden wir später vernähen. Und die Fäden dann halt ja, verbinden, also diesen Faden verbinden wir dann später mit den Fäden von den Ohren und verstecken das innen, damit die auch nicht mehr rauskommen. Diejenigen, die schon den Elch gehäkelt haben, also wissen, wovon ich rede, wie ich da die Fäden halt versteckt habe. Die kennen das schon.
So, jetzt machen wir die Ohren. Wir machen wieder zwei Luftmaschen, also Knoten, zwei Luftmaschen nach oben. Und in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt, häkeln wir jetzt 6 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4. Natürlich darauf achten, dass dieser Knoten ganz schnell hiermit verschwindet, ne, damit es kein Loch ergibt. 5 und 6. So, dann haben wir das zu Ende gehäkelt jetzt. Und wir häkeln jetzt eine Reihe 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, das muss ja nach außen hier. Wir sind immer noch bei 6 Maschen. So. Diejenigen, die eine Markierung benötigen, setzen jetzt halt eine Markierung für sich. Ich häkle gerade weiter ohne. Wir häkeln jetzt eine feste Masche und einmal verdoppeln. Und das wiederholen wir 3 Mal. Also das ist mein erstes hier. Dann zweite feste Masche. Also oder eine feste Masche. Einmal verdoppeln 2 und wieder eine feste Masche, einmal verdoppeln 3. Wir haben jetzt insgesamt 9 Maschen. So, und in der nächsten Reihe häkeln wir 2 feste Maschen, 1, 2. Einmal verdoppeln und das wiederholen wir wieder 3 Mal. So, das war 1. So, wieder 2 feste Maschen. Einmal verdoppeln 2. Und wieder 2 feste Maschen. Einmal verdoppeln 3. So, und die Reihe ist jetzt zu Ende. So, und in der nächsten Reihe häkeln wir 3 feste Maschen, einmal verdoppeln, 3 Mal. So, 1, 2, 3. Also 3 feste Maschen, einmal verdoppeln, erstes. Und wieder 3 feste Maschen, 1, 2, 3. Zweites Verdoppeln und nochmal 3 feste Maschen. 1, 2 und 3 und einmal verdoppeln. Und da haben wir unsere Reihe zu Ende gehäkelt. Und in der nächsten Reihe häkeln wir 4 feste Maschen, einmal verdoppeln, 3 Mal. Jetzt wieder 1, 2, 3 und 4 und einmal verdoppeln. Erstes verdoppeln. So, und jetzt wieder 4 feste Maschen, 1, 2, 3 und 4. Und einmal verdoppeln, das ist das zweite Verdoppeln. Und jetzt nochmal 4 feste Maschen. 1, 2, 3 und 4. Und einmal verdoppeln. Und da haben wir unsere Reihe zu Ende gehäkelt. Also wir haben diesen Abschnitt, also dieses Verdoppeln immer, wiederholen wir jedes Mal 3 Mal. So. Und jetzt häkeln wir unsere letzte Reihe mit Verdoppeln. Also wir häkeln jetzt 5 feste Maschen,
Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und einmal verdoppeln. Und das wiederholen wir wieder dreimal. Und nochmal fünf feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Zweites Verdoppeln. Und nochmal fünf feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und einmal verdoppeln. Und die Reihe ist jetzt zu Ende gehäkelt. Wir haben jetzt also in der letzten Reihe fünf feste Maschen, einmal verdoppeln, dreimal hintereinander gehäkelt. Zwei, drei, vier, fünf, genau, passt. So, diesen Faden hier bitte einmal anziehen und irgendwo eine Schlaufe suchen und fixieren. Ganz wichtig, weil nicht, dass er wieder rauskommt. Das machen die gerne, die Fäden, warum auch immer. Deswegen fixiere ich das immer. So. Zack. Versteckt, fertig. So. Ja, diejenigen, die eine Markierung hat, also immer gesetzt haben, haben ja schon eine. Die noch keine haben, setzen jetzt eine. Und wir haben jetzt insgesamt 21 Maschen und wir häkeln jetzt drei weitere Reihen nach oben, je 21 feste Maschen. Und dann sehen wir uns, also drei Reihen nach oben. So, ich habe jetzt meine drei weitere Reihen nach oben gehäkelt. Ne? 1, 2, 3, sieht man ja. So, ich nehme jetzt die Markierung raus, die brauchen wir gar nicht mehr. Und wir häkeln jetzt das Ohr einmal zusammen. Durch die beiden Seiten dort zusammen häkeln. So. Und dann legen wir das Ohr nochmal zusammen und gehen hier durch die Masche durch. Und ziehen diese Schlaufe hier rein. So. Und machen eine Luftmasche. Und jetzt häkeln wir hier mit fünf festen Maschen das Ohr nochmal zusammen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So. Einmal abschneiden, nicht zu kurz lassen die Fäden. Und einmal rausziehen. Und da haben wir unser zweites Ohr fertig. Also ich habe das erste, also bei euch ist das erste, aber bei mir schon das zweite. So, ich habe ja schon zwei Stück fertig. So, die Hörner bestehen ja aus zwei Teilen und wir häkeln zuerst das kleine Teil. Also das hier. Ein kleines Bommelchen. So, wir nehmen wieder zwei Luftmaschen auf, also einen Knoten und dann zwei Luftmaschen, eins, zwei und in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt häkeln wir sechs feste Maschen rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, und 6. So, die erste Reihe ist jetzt zu Ende gehäkelt. Wir setzen unsere Markierung rein. Und wir verdoppeln jetzt jede Masche. Also 6 mal verdoppeln. Wir häkeln jetzt in jede Masche 2 feste Maschen rein. So, erste verdoppeln. Zweite. Dritte vierte
und 6. So, wir haben jetzt 6 mal verdoppelt. Wir haben jetzt insgesamt 12 Maschen. Wir versetzen die Markierung eine Reihe weiter und in der nächsten Reihe häkeln wir eine feste Masche, einmal verdoppeln, 6 mal. So, erstes und wieder eine feste Masche, einmal verdoppeln, 2. Eine feste Masche, einmal verdoppeln, 3. Ich häkel das mit euch mit, damit ich nicht so viel schneiden muss. Eine feste Masche, einmal verdoppeln. Das war jetzt 4. Eine feste Masche, einmal verdoppeln, 5. Und eine feste Masche, einmal verdoppeln. 6. So, wir haben jetzt insgesamt 18 Maschen und wir versetzen die Markierung wieder eine Reihe weiter und wir häkeln jetzt einfach 2 Reihen nach oben, je 18 feste Maschen. Also 2 Reihen nach oben häkeln. Also ne, wieder schön einfach nur mit festen Maschen 2 Reihen nach oben häkeln. Ich glaube, es häkle ich komplett mit. So. Spare ich später ein bisschen Zeit für mich. So. Das Teilchen ist ja klein, geht schnell. Meine erste Reihe ist fertig und dann häkeln wir gleich noch eine zweite. So. Ja, die Wolle gleitet halt nicht so wie die Himalaya. Ist ein bisschen anstrengender zu häkeln. Aber trotzdem arbeite ich mit der auch gerne, weil die einfach ein bisschen anders ist. Ne? Also die halt auch ne, etwas andere Farbgebung hat die auch und das mag ich auch gerne. Es gibt so viele verschiedene Chanel-Garn von jeglichen Firmen und die sind alle ein bisschen anders. Es gibt auch welche, also es gibt auch welche, die wirklich unwahrscheinlich seidig sind. Also hatte ich auch schon mal gehabt. Waren auch sehr schön zu verarbeiten. So, ich versetze die Markierung jetzt weiter. Also wir haben die 2 Reihen jetzt fertig gehäkelt, hier 18 feste Maschen. Und in der nächsten Reihe häkeln wir eine feste Masche. Eine Abnahme und das wiederholen wir 6 Mal. Und wieder eine feste Masche und eine Abnahme. Diese seidige Wolle, die ich hatte, die hatte ich mir mal im Internet bestellt gehabt, kam irgendwie aus China, war auch irgendwie chinesische Beschriftung drauf und alles, oder japanisch, keine Ahnung, auf jeden Fall. konnte man überhaupt nichts lesen davon und ich muss sagen, die ließ sich wirklich wunderbar bearbeiten, also oder verarbeiten besser gesagt. Die war wirklich sehr seidig vom Gefühl her. Und auch sehr, sehr weich. Also auch wenn die Kuscheltiere fertig sind, die gab so eine, ja, so eine leichte Kühle ab. Also war wirklich ganz toll. Nur wenn man überlegt, was die kostet, also pro Knoll hat man ja dann nicht viel bezahlt, aber der Versand war enorm gewesen. Also wenn man das hochgerechnet hat, das war richtig, richtig teuer.
Und deswegen habe ich das ja nur einmal bestellt gehabt. Das war zu den Zeiten, wo ich, also wir machen jetzt zum Abschluss eine Kettmasche und rausziehen. Das habe ich damals am Anfang gekauft, weil ich halt mit den ganzen Sachen erst angefangen habe. Und ich wusste nicht, wo ich an die Himalaya dran komme. Und dann habe ich ja gesucht und geschaut und habe halt die gefunden und die bestellt. Wie gesagt, die war schön, aber unverschämt teuer, also wegen dem Versand. Das habe ich auch nur einmal gemacht. So, wir verknoten jetzt diese beiden hier in Stücke. Und dann haben wir das erste Teil fertig. So. Das wird ein bisschen mit Füllung aufgefüllt, also nicht viel, aber dass da was ist, damit es formgebend ist. So, und jetzt machen wir das zweite Teil. Wir machen wieder zwei Luftmaschen, also Knoten. Eins, zwei, zwei Luftmaschen nach oben. Und wir häkeln jetzt in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt sechs feste Maschen rein. Eins, zwei, drei. Ne, der Knoten muss hier mit verschwinden. Vier, fünf und sechs. Und da haben wir unsere Reihe zu Ende gehäkelt. Wir setzen jetzt die Markierung rein und in der nächsten Reihe tun wir wieder sechsmal verdoppeln. Also in jede Masche zwei feste Maschen reinhäkeln. Eins, zwei, drei, 4, 5 und die letzte, die sechste verdoppeln. So, die Reihe ist zu Ende. Wir haben hier 12 Maschen jetzt und in der nächsten Reihe tun wir eine feste Masche häkeln, einmal verdoppeln und das wieder 6 Mal wiederholen. Erstes, eine feste Masche, einmal verdoppeln, zwei, eine feste Masche, einmal verdoppeln, drei, eine feste Masche, einmal verdoppeln, vier, und eine feste Masche, einmal verdoppeln, fünf. Und das letzte Pärchen, eine feste Masche, einmal verdoppeln, 6. Wir haben jetzt 18 Maschen, die Markierung setzen wir eine Reihe weiter und in der nächsten Reihe häkeln wir zwei feste Maschen, einmal verdoppeln, 6 Mal hintereinander. Also 1, 2, einmal verdoppeln und das wiederholen wir wieder 6 Mal. Zwei feste Maschen. Einmal verdoppeln und wieder. Und nochmal zwei feste Maschen, verdoppeln. Das war jetzt die vierte, jetzt kommt eins, zwei. Fünftes Mal verdoppeln und die letzte sechste. Eins, zwei und verdoppeln. So, die Markierung setzen wir eine Reihe weiter. Wir haben jetzt insgesamt 24 Maschen und in der nächsten Reihe häkeln wir drei feste Maschen. Eins, zwei und drei. Und einmal verdoppeln und das wiederholen wir wieder 6 Mal. Wie gesagt, das häkle ich mit euch jetzt mit, weil dann habe ich etwas weniger ja, Schnitt. Und spare ein bisschen Zeit bei der Verarbeitung oder Zusammenschnitt des Videos.
Das ist unsere letzte Reihe mit Verdoppeln. Und die letzte. Nochmal drei feste Maschen. Eins, zwei, drei. Und verdoppeln. So, die Reihe haben wir jetzt zu Ende gehäkelt. Die Markierung setzen wir eine Reihe weiter. Wir haben jetzt insgesamt 30 Maschen. Und wir häkeln jetzt zwei Reihen nach oben. Je 30 feste Maschen. Und das macht jetzt selbstständig zwei Reihen nach oben. So, ich habe jetzt meine zwei weitere Reihen je 30 feste Maschen gehäkelt. Vergiss bitte nicht, hier euren Faden zu fixieren. Hier diesen Anfangsfaden. So, das habe ich jetzt gerade gemacht. Und wir versetzen die Markierung wieder nach oben. Und wir häkeln in der nächsten Reihe als erstes vier Abnahmen hintereinander. Wieder nur an den Vorderschlaufen aufnehmen bitte und zusammen häkeln. Das war erste Abnahme, jetzt kommt die zweite, dritte und die vierte. So, wenn wir die Abnahmen zu Ende gehäkelt haben, häkeln wir jetzt wieder bis zu der Markierung. Einfach nur feste Maschen. Hier haben wir dann 22 feste Maschen bis zu der Markierung. So, ich habe jetzt bis zu der Markierung fertig gehäkelt. Ich setze die wieder eine Reihe weiter. Und wir fangen wieder an mit vier Abnahmen. Erste. Zweite. Und die vierte. Und jetzt müssen wir noch 18 feste Maschen bis zu der Markierung häkeln. So, ich habe jetzt meine 18 feste Maschen zu Ende gehäkelt. Wir versetzen die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und wir häkeln jetzt wieder vier Abnahmen. Erste Abnahme. Zweite, dritte und die vierte. Und uns bleiben noch 14 feste Maschen. Die häkle ich jetzt mit euch mit, weil es sind ja nicht mehr viele. So, bis zu der Markierung. So, jetzt habe ich meine 14 Maschen fertig und wir versetzen die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und wir häkeln jetzt wieder vier Abnahmen. Eins, zwei, drei und vier. Und uns bleiben nur noch 10 Maschen, also 10 feste Maschen weiter häkeln. So. Und 10. So. Ich habe jetzt zu Ende gehäkelt, so sieht es halt aus. Wir füllen das jetzt schon auf.
ist wichtig, weil wir werden gleich noch schmaler und so, und dann kriegt man das halt nicht mehr schön geformt, wenn man zu weit gehäkelt hat. Ja, also jetzt gut auffüllen. Achtet bitte darauf, wenn ihr das halt auffüllt, dass die beiden Teilchen gleichmäßig aufgefüllt sind und auch gleichmäßig aussehen. Dass nicht, dass das eine irgendwie größer ist und das andere kleiner. Ja? Schön darauf achten. Teilen. So. Mein zweites Teil ist jetzt halt fertig hier. Und wir versetzen die Markierung eine Reihe weiter. Wir haben jetzt insgesamt 14 Maschen. Und wir häkeln jetzt nach oben 5 Reihen. Also ihr häkelt jetzt bitte 5 Reihen je 14 feste Maschen. So, ich habe jetzt meine 5 weitere Reihen nach oben gehäkelt und wir versetzen jetzt die Markierung nach oben und wir fangen an mit einer festen Masche, eine Abnahme und uns bleiben noch 11 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. So, füllt bitte das auch auf, damit es, weil wir werden ja gleich noch ein bisschen schmaler hier vorne und das Teil wird auch noch gleich länger, damit es nicht klumpig wird, wenn man halt auffüllt. Also im Laufe der Arbeit immer schön auffüllen. Die Markierung setzen wir jetzt wieder eine Reihe weiter und wir häkeln jetzt 3 weitere Reihen je 13 feste Maschen. Weil wir haben eine Abnahme gemacht, jetzt haben wir 13 Maschen. Also 3 weitere Reihen nach oben häkeln und auffüllen. So, meine 3 weitere Reihen habe ich jetzt nach oben gehäkelt. Wir versetzen die Markierung wieder nach oben. Und in der nächsten Reihe häkeln wir eine Abnahme. Und die übrig gebliebene 11 Maschen. Also 11 feste Maschen dann häkeln. Bis zu der Markierung. So, wir haben jetzt insgesamt 12 Maschen und wir häkeln noch eine Reihe 12 feste Maschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. So, wir machen zum Schluss noch eine Kettmasche hier zum Fixieren und schneiden das Ganze ab. So, da haben wir also den ersten Horn fertig. Also ihr habt bestimmt den ersten und ich schon den zweiten. Ich habe ja 2 Stück.
Also man sieht da bei diesem hier, der ist ja schon aufgefüllter, also der. Also füllt die bitte gleichmäßig auf, die beiden. Und wir müssen noch eine Nase häkeln. So, bei mir wird die Nase in der gleichen Farbe sein, so wie der Kopf. Das möchte ich diesmal. Ihr nehmt natürlich die Farbe, die ihr für die Nase vorgesehen habt. Bei diesem hier mache ich halt so, dass ich nur zwei Hauptfarben verwende. Also, so, wir starten mit zwei Luftmaschen wieder. Also wir machen hier mal Knoten. Und dann zwei Luftmaschen nach oben. Und in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt, häkeln wir 9 feste Maschen rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und 9. So, zählt bitte eure Maschen nach, dass ihr wirklich hier draußen auch 9 Maschen habt. Das muss ich bei mir jetzt auch machen. Ich glaube, das ist meine erste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, bei mir passt. So, da ist die Anfangsmasche. Setzt eure Markierung bitte. So, und wir fangen an mit einer festen Masche. Wie ich das hinbekomme. Ist ein bisschen zusammengestaut hier alles. Wenn man so 9 Maschen aufnimmt, ist nicht so einfach. Aber machbar. So, jetzt. So, wir fangen an mit einer festen Masche an. Ich nehme hier eine kleinere Häkelnadel für die Anfangsmasche. Mit der 4er komme ich hier nicht durch. So, eine feste Masche gehäkelt. So, und in die nächste Masche häkeln wir jetzt 3 feste Maschen rein. Erste Masche, zweite Masche in die gleiche Masche rein häkeln und dritte feste Masche in die gleiche Masche rein gehäkelt. So. Und dann häkeln wir 2 feste Maschen. 1, 2. Und in die nächste Masche häkeln wir wieder 3 feste Maschen rein. Erste Masche, zweite feste Masche und die dritte. Ne, in die gleiche Masche. 3 Stück. So, und dann häkeln wir wieder 2 feste Maschen. 1, 2. Und in die letzte Masche häkeln wir wieder 3 feste Maschen. In die gleiche Masche reinhäkeln, bitte. 1, 2 und 3. So, und da haben wir unsere erste Reihe zu Ende gehäkelt. Wir setzen die Markierung eine Reihe weiter. Und in der nächsten Reihe häkeln wir 2 feste Maschen. 1 und 2. Und in die nächste Masche häkeln wir 3 feste Maschen rein. Also in die gleiche Masche 3 feste Maschen rein. 1, 2 und 3. So. Und als nächstes häkeln wir 4 feste Maschen. 1, 2, 3 und 4. So, und jetzt häkeln wir wieder in die nächste Masche 3 feste Maschen rein. 1, 2 und 3. So, ne? 3 Maschen in einer Masche drin. So, und jetzt häkeln wir wieder 4 feste Maschen. 1, 2, 3 und 4. Und jetzt wieder 3 feste Maschen in eine Masche rein häkeln. 1, erste feste Masche, zweite und dritte.
Und uns bleibt hier nur noch eine feste Masche. Wir haben jetzt insgesamt 21 Maschen. Wir versetzen die Markierung eine Reihe weiter und wir häkeln jetzt 21 feste Maschen. Einfach die Reihe entlang, ohne irgendwelche Verdoppelungen oder desgleichen, 21 feste Maschen häkeln. Eine Reihe. So, jetzt habe ich meine 21 feste Maschen gehäkelt, eine Reihe. Und ich mache hier zum Schluss einfach eine Kettmasche und schneide das Ganze ab. So, die beiden Fäden verknote ich hier miteinander und da haben wir unsere Nase schon fertig. So, jetzt haben wir alle Teile für den Kopf fertig, dann kann man das auch schon zusammennähen. Verknotet, fertig. Und so sieht unsere Nase aus, oder von dem Elch besser gesagt, und dann wird die halt hier hin so dran genäht. Wie gesagt, ich wollte bei diesem hier gerne, so wie bei dem anderen, den dunkelbraunen, den ich gemacht habe, ich habe auch die gleiche Farbe für die Nase genommen, weil die Wolle ist ja recht dunkel und der sieht eigentlich sehr lustig aus, wenn es in der gleichen Farbe ist. So. Da müssen wir noch den Schal häkeln und dann sind wir mit den ganzen Teilchen fertig.